Wir haben heute den 1. Januar, ja, das ist nach dem Silvestertag. Ist so, dass ich jetzt hier alleine sein kann, weil jetzt natürlich jeder einen Festtagsmahl hatte und das ist ein bisschen schwieriger verdauen ist. Daher bin ich jetzt alleine, kann in Ruhe euch das zeigen. Ich habe hier keine Eile, ich sollte auch gar nicht hier sein, also verlangt ist es nicht. Es ist eine freiwillige Sache, die ich euch mal einfach nur nebenbei bei meiner Arbeit zeigen wollte. Wie in diesen Bereichen immer solche Problematik hat, wie einfach das ist, einfach das mal auch selber tun zu können. Nicht jedem empfehlenswert, manche können wirklich mit dem Stift umgehen und manche hiermit. So, wie gesagt, machen wir jetzt die kleine Stelle auch noch schnell. Bitte dann einmal liken und follow, abonniert mich. Ich brauche eure Hilfe, um an meiner Arbeit weiter Preis zu gewinnen. Ja? Ich mache das umso schöner, umso liebevolle Gäste ich habe, die auch sehen wollen, was ich hier mache. Ja? Wie gesagt, das ist mein erster Anstrich. Das ist auch spezielle Farbe. Wie gesagt, ganz am Anfang habe ich euch das ja gesagt, dass das industrielle Farben sind. Industrielles Material, das ist nicht einfach von einem Heimwerker-Shop. Kann man mal, ja, deswegen so ein kleines Loch wieder unten, brauchen wir jetzt nicht gehen und in der Industrie nach dem Material zu suchen. Ja, das können Sie auch X-Liegen Gips, ja, das ist aber nicht so das Ding, das Ware. Holen Sie mich, ich mache Ihnen das schon und wenn nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Ihr könnt euch das ja alles ansehen, was euch zutraut, könnt ihr selber versuchen, wenn nicht, hier unten einmal anrufen. Gut, jetzt haben wir unsere Spachtelausbesserungsarbeiten. Hier außen ist die Sache auch gut. Jetzt gehen wir wieder an den Anfang unserer Arbeit. Ja? Wir haben hier unser Messmaterial auch schön verbraucht, an den Stellen, wo wir es gebraucht haben. Ja, das nächste verbrauchte nicht gebrauchte Material, was übrig bleibt und fast zur Trocknung kommt, da haben wir diese Stellen wie an den Türen. Ja, das ist noch nicht ausgearbeitet. Ein bisschen anschleifen und ja, dann das Restmaterial hier an diesen Stellen auftragen. Dafür, ja, der Bauherr hat sich auch ein bisschen gewundert, warum das alles so hässlich aussieht, weil er es nicht verstanden hat mit der Sache, dass ich mein Material, das was übrig bleibt, immer wieder auftrage. So spart man Geld, Zeit und Kosten, weil das ist fünfmal, sechsmal anrühren, da macht man lieber zweimal eine große Mischung für eine große Fläche und die Kleinigkeiten, was immer übrig bleibt, wie gesagt, immer an so kleinen Stellen verteilen. Auch wie bei den Schienensätzen haben wir das selber auch gemacht. Wir haben immer unsere großflächige Arbeit und mit dem Restmaterial immer wieder mal Kleinigkeiten Schienen gesetzt. Natürlich, man kann auch reingehen, alles Schienen setzen, alle Spachtelarbeiten machen, alle Putzarbeiten machen, jedes einzeln nach einzeln. Ist so, dass man, wie es nach der Zeit läuft, klar,
Mit einem schönen Ablauf hat man es auch schneller. Bloß ich habe mir ganzes Material da. Ich muss nicht für Stück besorgen. Da ist diese gute Sache, dass wenn man einen Platz hat, wenn man sich das ganze Material erstmal herstellt, ja, und in der Reihenfolge, ja, das ist mir jetzt übrig, das mache, bringe ich jetzt auf. Dann, wie gesagt, ich habe jetzt eine kleine Spachtelarbeit gehabt, oh, kann ich jetzt eine Schiene nehmen und mit dem Restmaterial. Und wir haben niemals viel Müll. Also ich kann euch auch mal zeigen. Nee, lieber nicht. Und ja, die nächste Sache, wir haben hier eine Ebene an der Wand. Das haben wir jetzt mit verspachtelt, sehr hässlich. Ne? Ist auch nicht so schlimm. Nach einer leichten Trocknung können wir mit dem Wasser drauf, Schwamm und Wasser darüber unsere Glättarbeit anbringen. Ja, ist auch nicht schlecht. Das wird schon. Ne? Nicht jetzt denken, ja, das ist nur feucht, da kannst du noch mitmischen, einfach das Zeug weiter hinein. Nein, dieses Material habe ich jetzt, wie auch am Anfang erklärt, schon eine halbe Stunde in der Hand, während auch meine Erklärarbeiten. Und dieses Material hat einen sogenannten Härter in sich. Ja? Das bedeutet, innerhalb einer bestimmten Zeit, hier sind es 45 Minuten, habe ich die Zeit, das aufzutragen. Und genau nach 45 Minuten haben wir dieses Produkt, was nach dem Wasserzusammenreaktion eine weitere Reaktion führt, dass das härtende Material aktiviert. Ja? Und ich habe noch 15 Minuten, bis dieses Material völlige Trocknung bekommt. Bloß, wenn ich das jetzt mit in das neue Material einmische, ist da jetzt auch ein Zünder drin, wie Hefe beim Teig. Ne? Mische ich das jetzt in das neue Material, habe ich eine Zündung in 15 Minuten. Somit habe ich das nächste Material nur noch 15 Minuten zum Verarbeiten. Und so nach 15 Minuten, man denkt sich ja klar, der erste hat 45 Minuten, wollte nicht trocknen. Und je nachdem entsprechend bei der zweiten Produkt mischt man sich das, man denkt sich, ja gut, ich habe ja Zeit und nach 15 Minuten, was ist passiert? Ja, will man sich das Material wieder nicht wegschmeißen, das ist alles, was einem schon mal passiert ist. Mischt man wieder Wasser ein und es funktioniert einfach nicht, macht nur ein bisschen hin und her und am Ende hat man nur noch Pfusch und das Ganze bröselt ab, weil es nicht auf der Wand getrocknet ist, sondern im Eimer. Und wir haben es nur halt ein bisschen nass gemacht. Und weil es ja auch kein Härter mehr gibt, das zünden kann, wird es auch an der Wand nicht mehr härter, sondern es haftet nur, bis es wieder abbröselt. So. Wir gucken, ob wir jetzt unsere Wand eben haben, putzen unseren Eimer, mischen nochmal neues Material und das bis gleich.